Hallo und willkommen zu meiner Let's Play-Reihe zu Wasteland 2, das heute am 19.09.2014 released wurde. Mit der Release-Version hat sich ein bisschen was geändert. Jetzt hat man hier auch als Option Deutsch. Das werde ich allerdings nicht nutzen. Und wieso, das werde ich jetzt hier direkt zeigen. So. Denn die Übersetzung ist eher schlecht als recht. Hier kann man beispielsweise an den Namen sehen, die einen wurden gelassen, die anderen wie Bärin wurden abgeändert. Und dann lesen wir hier einfach mal, hier, das ist einer von mir, der noch in der Beta erstellt wurde. Ich hatte in der Beta ein wenig reingespielt, wenn auch nicht besonders weit. Nur ganz kurz, um zu sehen, wie die Mechaniken funktionieren. So, gucken wir nochmal. Ich habe die Musik nochmal ein bisschen leiser gemacht, dass das hier gerade ein bisschen laut schien. Witwe O'Neill. Ein junge, zweifache Mutter. Da ist ein Tippfehler. Deren Mann von Wölfen getötet wurde. Sie hatte danach keine Wahl und musste jagen und schießen lernen. Eine einzelne Pistole reicht aber nicht aus, wenn Plünderer an die Türe klopfen. Sie kam zur Ranger-Zitadelle und bot ihre Dienste an. Im Austausch für ein sicheres Dach über dem Kopf, wo sie ihre Kinder großziehen kann. Also, wenn man gar kein Englisch kann, dann kann man sicher mit diesen Übersetzungen klarkommen, sage ich mal. Aber schön sind die auf jeden Fall nicht, weil die... Das wirkt irgendwie nicht wie aus einem Fluss. Und es sind halt doch auch verhältnismäßig viele Tipp- und Grammatikfehler drin. Dazu muss man sagen, die Übersetzung ist auch nicht offiziell, also die... Ist zwar offiziell so in das Spiel rein, aber die ist im Grunde von Fans gemacht, gegengeprüft worden und dann ins Spiel integriert. Und ergo gibt es auch keine Voice-Overs, das heißt im ersten Gespräch mit Vargas beispielsweise, wo wirklich alles, was geschrieben wird, wo er auch ein komplettes Voice-Over dazu hat, da hört man das dann gleichzeitig in Englisch, wenn man es in Deutsch lesen kann. Das ist auch nicht besonders hilfreich. Da kann man dann im Audio die VO-Lautstärke entsprechend komplett töten. Und dann hat man die englische Sprachausgabe komplett abgestellt, während man den deutschen Text lesen kann. Aber ich werde das jetzt hier so machen, dass ich auf Englisch umstelle. Und hier steht was auf Anfänger. Ja, hier kann man auch sehen, oberster Wichser. Das ist auch so eine Sache. Supreme Jerk. Also die Übersetzung ist nicht unbedingt so super toll. Also wer Englisch zumindest ein bisschen kann, der sollte es auf Englisch spielen, würde ich mal behaupten. Man kann wahrscheinlich dann ganz zur Not auch mit Deutsch klarkommen. Wer sich wundert, was hier sonst noch für Sprachen sind. Französisch, Italiano, Deutsch, Espanol, Polski, dann wahrscheinlich Russisch. Das hier dürfte... Ich weiß nicht... Koreanisch sein oder so. Was Reverse Englisch sein soll. Cognos Lock, alles einfach umgedreht, denn das ist ja sehr hilfreich. Okay. Dann werde ich jetzt hier ein neues Spiel beginnen. Stomp, stomp. Wir haben hier schon halt diese vorgefertigten Leute, die werde ich aber nicht nehmen. Ich werde mir eine eigene Gruppe basteln. Und ich werde jetzt erstmal einen Slot hier nehmen und werde mal die unterschiedlichen Skills und Attribute durchgehen und das System erklären. Grundsätzlich kann man in Wasteland 4 Charaktere selber erstellen und nochmal 3 zusätzliche NPCs in die Gruppe aufnehmen. Jetzt gibt es aber Fähigkeiten, gibt es Attribute wie Stärke, die bestimmen die Hitpoints, die man pro Level bekommt, und Intelligenz, die bestimmen, wie viele Skillpoints man pro Level bekommt, die man hier in diese Skills investieren kann. Bei den Hitpoints ist es so, dass die retroaktiv funktionieren. Das heißt, wenn ich hier die ganze Zeit nur mit 3 Stärke
rumlaufe. So, hier kann man sehen, die bringen auch nicht bei jedem Punkt Constitution, sondern hier kann man sehen, wenn ich nochmal 2 reinstecke, dann bringt es 1 Constitution per Level. Daher gibt es für jeden Skill auch unterschiedliche Marken, die man haben soll. Dazu gleich mehr. Also, hier kann man nachträglich dann, sagen wir mal, das noch auf 6 steigern und man verliert nichts dadurch. Bei Intelligenz ist es so, dass man für alle 3 Punkte, hier bekommt man wieder 1 Skillpoint. Ne, für alle. Wir sind jetzt hier bei 4. Genau, und für alle 3 Punkte bekommen wir 1 Skillpoint pro Level. Ne, das haben sie abgeändert. Das ist ja interessant. Skillpoints pro Level 3. Und hiermit würden wir 4 bekommen. Okay, da muss ich mir die ganzen Skills auch gleich nochmal anschauen. Aber das mache ich dann offscreen, während ich meine Gruppe zusammenbaue. Da gehe ich gleich dann nochmal drüber. Aber jetzt nochmal zu den einzelnen Fähigkeiten. Also, Coordination ist, kann man hier oben immer in der Beschreibung sehen, ist für Schützen gut. Damit hat man mehr Aktionspunkte und eine höhere Chance zu treffen. Und das ist halt 1% pro Punkt und ein Aktionspunkt pro 2 Punkte. Das ist geblieben. Dann haben wir Luck. Damit kann man, das ist, finde ich, auch eine extrem dämliche Mechanik, damit kann man zusätzliche Konstitutionen per Level abbekommen. Und ja, und halt zusätzliche andere Glücksfaktoren, wie man hier sehen kann. Das würde aber zu einer Lade- und Speicherorgie führen, wenn man das wirklich ausnutzen wollte. Also mache ich bei meinen Charakteren überall Luck auf 1. Weil ansonsten, ich meine, wenn du dann halt Luck hoch hast, dann willst du natürlich auch was davon haben. Dann wirst du so lange laden und speichern, bis du entsprechend mehr Hitpoints pro Level abbekommst. Also das ist dämlich. Awareness bringt vor allem Dingen Initiative und eine Chance auszuweichen. Initiative ist dafür da, dass man schneller im Kampf drankommt und öfter im Kampf drankommt. Wenn man ganz viel Initiative hat, dann kann es sein, dass man 2-mal dran ist, noch bevor der Gegner 1-mal drankommt. Dann haben wir Stärke, das ist für Hitpoints und für einige Melee-Waffen und erhöht auch den Melee-Schaden. Dann haben wir Geschwindigkeit, das erhöht auch die Bewegungspunkte, die man im Kampf hat, also die Aktionspunkte, und man kann sich weiter bewegen pro Aktionspunkt und erhöht auch die Initiative. Dann haben wir Intelligenz, wie gesagt, die Punkte, die man an Skills verteilen kann, und man kann damit noch Bücher lernen. Ich weiß aber nicht, wie viel man dafür braucht, und die Nummer der das hatten wir schon. Ja, die Nummer, die Aktionspunkte, die Anzahl der Aktionspunkte, wie oft man sich im Kampf verwenden kann, aber das wird hier nur minimal von beeinflusst. Dann haben wir Charisma. Charisma sorgt dafür, dass man höhere Erfahrungen im Spiel bekommt. Dazu muss man wissen, dass es im Spiel unendlich viele Erfahrungen gibt. Aber wahrscheinlich ein Endlevel. Dazu war aber zum Release-Zeitpunkt noch nichts bekannt. Also diesen Bonus-XP braucht man, diese Bonus-XP braucht man eigentlich nicht. Wofür man Charisma aber braucht, ist wohl anscheinend teilweise bei Dialogen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Man braucht es aber auch, um diesen Leadership-Radius zu haben. Den Leadership-Radius, das ist der Skill, damit kann man, wenn man, dazu muss ich erst noch eine andere Mechanik erklären, wenn man einen NPC in die Gruppe aufnimmt, dann hat der eine gewisse Chance durchzudrehen und das zu machen, was er will. Also beispielsweise, dass er dann einfach einen Gegner seiner Wahl automatisch angreift. Hat man den Leadership-Wert hoch, dann kann man diese Rogue-Aktivitäten unterdrücken. Wenn allerdings der Charakter, der Leadership hat, nur sehr wenig Charisma hat, dann hat das Ding nur einen sehr geringen Radius. Also sollte man auf jeden Fall denjenigen, der Leadership hat, auch einen hohen Charisma-Wert verpassen. Und wie gesagt, zusätzlich erhöht das den XP-Bonus für diesen Charakter, aber nur durch Dialogoptionen und Ähnliches. So, dann haben wir
Die Skills. Oder kommen wir erstmal hier zu den Punkten. Das sind die Aktionspunkte. Das hier sind der Ranged Hits Bonus, wie gut man halt zusätzlich mit Fernwaffen trifft. Den kann man aber komplett vernachlässigen, weil die hier, ne, kann man sehen, ein Punkt darin bringt schon 28% mehr to hit. Also da ist der gegenüber extrem lächerlich. Bei der Crit-Chance ist es ganz ähnlich. Das hier bringt auch 4% Crit-Chance, da kann man diese 1% auch eher vernachlässigen. Hier, das bringt schon 8%, hier 12% und so weiter. Dann haben wir die Comets-Initiative, wie gesagt, ist man öfter dran. Dann haben wir die Chance to evade, um auszuweichen. Das kann man hier mit den anderen Skills nicht hochsetzen. Dann haben wir Con, das ist die Ausdauer, die man die man am Anfang hat. Dann haben wir Combat Speed, das ist die, wie weit man sich im Kampf bewegen kann pro Punkt. Dann haben wir, wie viele Skillpunkte man pro Level bekommen. Dann haben wir, wie viel wir tragen können und wie viele Hitpoints wir pro Level abbekommen. Dann haben wir ein paar Skills. Animal Whisperer. Ist dazu da, dass man mit Tieren reden kann. Naja, so pseudomäßig. Man kann die auf seine Seite bringen und dann kriegt man einen Bonus dadurch, solange wie die Tiere mit einem rumlaufen und nicht tot sind. Hier kann man dann auch sehen, wie viel diese Punkte bringen, wenn man hier reinsteckt. Wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, kann man sehen, wie viele Punkte die kosten. Also die ersten drei kosten jeweils 2 Punkte, danach kosten die 4 Punkte und danach geht das noch höher. Das kann ich jetzt hier leider nicht einsehen, hatte ich mir aber glaube ich aufgeschrieben, genau. 4 bis 6 kostet 4 Punkte, 7 bis 9 kostet 6 Punkte, 10 kostet 8 Punkte. Also es ist recht einfach überall ein bisschen zu trainieren, aber sich zu spezialisieren ist schwerer, was finde ich eine ganz gute Mechanik ist. Diese ganzen Dinger hier, wir haben vermutlich überhaupt keine Relevanz zu denen hier. Also man braucht jetzt nicht beispielsweise Stärke, um Brute Force, um Türen einschlagen zu können, was halt etwas dämlich ist. Die einzige Ausnahme wiederum ist Surgeon, die was Intelligenz braucht. Was, etwas bescheuert ist. Dann haben wir hier noch den Barter Skill, das ist halt um günstiger einzukaufen, Brute Force, um einfach was kaputt zu schlagen und dadurch sich den Weg zu ebnen. Dann haben wir 3 Fähigkeiten, um Gespräche zu beeinflussen. Das ist Hard Ass, Kiss Ass und natürlich ganz logisch weiter unten Smart Ass. Damit können wir dann beispielsweise sagen, ja hier, aber das und das ist doch gar nicht so. Mit dem Smart Ass hier sagen, bedrohen wir den und hier schmeicheln wir uns da ein und versuchen dann Weg zu finden. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, im Dialog wird angezeigt, welche Dialogoptionen man da theoretisch hat und da wird auch angezeigt, welcher Charakter das hat. Also die braucht man nicht theoretisch alle auf einem Charakter. Bei diesen ganzen Skills ist auch noch anzumerken, dass man natürlich in seiner Gruppe so ziemlich alles entsprechend verteilen sollte. Also vor allem bei diesen, bei den General Knowledge Skills, damit man halt überall durch kann. Jetzt ist es aber ja so, dass man 3 NPCs in die Gruppe nehmen kann. Und man weiß natürlich nicht. Jetzt sieht man hier rechts unten einen Eintrag von meiner E-Mail, das muss ich gleich noch ausblenden. Man weiß natürlich nicht, welche anderen Charaktere man in die Gruppe bekommt, normalerweise. Ich habe mich da schon ein bisschen schlau gemacht, habe mir die 3 Charaktere rausgesucht, die man in der... Oder habe mir 3 Charaktere von der ersten Zone, es gibt insgesamt 2 Zonen in dem Spiel, die habe ich mal rausgesucht und geguckt, welche Skills die denn etwa bekommen. Und die habe ich schon quasi mit in meine Gruppe eingeplant, sodass ich da entsprechend rumhantieren kann. Eine Liste der Charaktere, die findet man im In-Exile-Forum, also im offiziellen Forum, von ein paar Fans gebastelt. Es gibt auch, ich glaube, RPG-Guides oder so, ist eine deutsche Seite. Habe ich, glaube ich, jetzt hier gerade nicht gespeichert. Da kann man jedenfalls auch noch gucken, welche Charaktere es so gibt und wo man die bekommen kann. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hard Ass, Kiss Ass und Smart Ass hatten wir. Leadership hatte ich schon erwähnt. Outdoors Man
Damit kann man Gegner umgehen, die auf der Karte sind, und gleichzeitig kann man damit aber wohl auch noch zusätzliche Sachen auf der Karte finden. Zumindest meine ich das gelesen zu haben. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ah, da habe ich noch eine Sache vergessen. Coordination. Hier wird angezeigt, dass man... Ne, das haben sie entfernt. Da stand vorher, dass man das für einige Fernkampfwaffen braucht. Das haben sie entfernt. Sehr gut. Stärke braucht man. Oder auch nicht. Wird das hier im Tooltip noch angezeigt? Schaue ich noch gerade. Ne. Gut, dann haben sie das auf jeden Fall gefixt. Dann, was aber hier Luck ist, immer noch Chance to get additional Conquer Level. Naja. Dann haben wir Perception, das ist um Geheimgänge oder sowas oder vergrabene Sachen zu finden. Dann haben wir Weaponsmithing, das braucht man, um Modifikationen auf Waffen draufzuhauen und Waffen auseinanderzunehmen. Dann gehe ich hier mal weiter mit den Sachen. Alarm Disarming ist klar, Alarm ausschalten. Was aber hier ganz interessant ist, bei Weaponsmithing und bei eigentlich allen Skills, die dann eine Chance haben, irgendwas zu knacken oder irgendwas zu schaffen. Man braucht theoretisch die Sachen immer nur auf Level 8 zu haben. Denn dann kann man theoretisch mit Laden und Speichern das einfach schaffen. Weil hier kann man sehen, hier hat man 10% versus Challenge Level 10. Und damit hat man also auch bei den allerhöchsten Sachen eine Chance, das zu schaffen. Und dann kann man sich die letzten beiden Punkte theoretisch sparen, wobei die natürlich auch noch extrem viel kosten. Das gilt hier für Alarm Disarming, Computer Science und Demolitions, weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Ja, hier ist es genauso. Also, da reichen 8 Punkte. Bis man dann mal allerdings ankommt, dauert es auch noch eine ganze Weile. Also, Alarm und Disarming ist klar, um Alarm zu disarmen. Dann haben wir Computer Science für Computer zu hacken. Demolitions, um, ich nehme an, Sprengstoff, um Sprengstoff anzubringen und zu entschärfen. Dann haben wir Field Medic, um halt direkt Lebenspunkte wiederherzustellen. Zu Field Medic gibt es dann auch noch Surgeon, und das ist dann dafür da, um wirklich tiefe Wunden zu heilen und um, ich glaube auch, um bewusstlose Leute wiederzubekommen. Dann haben wir Lockpicking, das ist auch klar, um Locks zu picken. Dann haben wir Mechanical Repair, damit kann man Dinge reparieren. Self-Cracking, Safes aufmachen, Surgeon ist klar. Und Toaster Repair ist mehr so ein Fun-Skill. Da gibt es hier und da so ein paar Toaster im Spiel, die kann man damit reparieren. So, jetzt werde ich einfach mal, um zu zeigen, wie es weitergeht, hier irgendwo Punkte reinstecken. Also man sieht schon, man muss sich hier schon etwas spezialisieren. Dann gehen wir zum nächsten Screen. Was etwas nervig ist, ist, dass der automatisch hier von immer einen Snapshot direkt anlegt, sobald man hier reingeht. Und deshalb hat man hier jetzt auch direkt die... Das hatte ich das erste Mal das Spiel gestartet und hat einen Snapshot gemacht. Und hier hat er jetzt nochmal einen Snapshot gemacht. Man kann halt hier den Charakter umstellen, vom Aussehen her. Und dann kann man theoretisch da draufklicken. Und dann ist der Charakter da. Oder man nimmt halt diese vorgefertigten Bilder, die wesentlich cooler aussehen als dieser, ich sag mal, Pixel-Matsch hier schon fast. Also das sieht ja sehr, sehr, sehr krude aus. So, dann können wir einen Namen einstellen, ein Age, was keine Auswirkungen hat, eine Religion aussuchen, weiß ich nicht, die wird wahrscheinlich auch nur in Gesprächen erwähnt, welche Zigaretten geraucht werden. Ich weiß, dass man mit diesen Zigaretten startet, aber ich glaube, ansonsten hat das auch keine Auswirkungen. Und die Ethnik, die von welcher Region dieser Charakter kommt, sollte außer Dialogen auch keine Auswirkungen haben. Wenn man jetzt hier den Charakter fertig hat, kann man entweder sagen, okay, oder man kann sagen Export, und damit kann man dann den Charakter auch in zukünftigen Spielen direkt wieder so auswählen und modifizieren. Dann drücke ich mal ein paar Mal auf die Random-Taste. So. Wir machen jetzt einfach mal nur OK, No Name.
Hans. Zack. Jetzt haben wir hier Hans. Aber jetzt glaube ich nicht das Bild, was ich... Jetzt kann man hier theoretisch nochmal reingehen und es weiter verändern. Ja. Okay, wir wollen den natürlich nicht. Den lösche ich jetzt wieder. Ansonsten wäre der hier unten noch zusätzlich aufgetaucht. Und jetzt werde ich auch hier erstmal einen Schnitt machen. Dann werde ich meine Gruppe zusammenbauen und dann nochmal über die Charaktere gehen, die ich hier erstellt habe. Also, bis gleich. So, und wortwörtlich Stunden später, ja, so lange hat es gedauert, habe ich mein Team zusammengefrickelt und ich werde jetzt mal kurz die Charaktere durchgehen. Wir haben hier als erstes Face. Ich habe mich entschlossen, bei 3 Charakteren eine Intelligenz von 10 zu setzen. Das Problem ist hier, dass es im Prinzip nur 2 valide Werte gibt. Einmal 4 Intelligenz, denn das bringt dann den dritten Skillpunkt pro Level. Dann kann man 8 Intelligenz nehmen für den vierten Skillpunkt oder 10 Intelligenz für den fünften Skillpunkt. Also macht es entweder Sinn, 4 oder 10 zu nehmen, weil 8 so ziemlich unsinnig ist und die anderen sind sowieso unsinnig. Ja, das System ist halt hier, wie gesagt, ein bisschen dämlich. Dann habe ich den hier, das ist mein Reder, den benutze ich dann für Barter, also Verhandlungen in Sachen verkaufen und so. Kiss-Ass und Leadership. Und der wird dann zusätzlich hier an Waffen, Blunt Weapons und Assault Rifles nehmen bei Fallout, genau. Bei Wasteland sollte man auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe und eine Nahkampfwaffe haben, weil man mit der Fernkampfwaffe im Nahkampf extreme Abzüge bekommt. Ja, habe ich bei allen Charakteren mir eine Geschichte ausgedacht, die hier so ein bisschen auf das passt, was die so können. Der heißt Face, Religion, None, Smokes, None. Bei mir sind alles Nichtraucher. Ich denke, es ist im Wasteland auch ein bisschen unpraktisch, wenn die irgendwas rauchen wollten. Religion, None, und das ist ein Afrikaner. Und das hier habe ich dann halbwegs so nachgebaut. Es gab ja leider nichts mit freien Haaren, sonst hätte ich das genommen, aber ja, sollte so passen. Dann haben wir Cal, das ist meine Computerfachfrau. Sie hat auch Intelligenz 4. Im Endeffekt ist sie genauso aufgebaut wie der andere Charakter auch, bloß dass die die 4 Punkte in Coordination hat, die der andere in Charisma hatte. Die hat dann Smart Ass, Weapon Smithing und Computer Science und die hat eigentlich zwei Waffen, die auf mittlere Reichweite gehen, einmal Submachine Guns und einmal Energy Weapons. Und bei den ganzen Waffen ist es so, dass die eine bestimmte Armor Penetration haben und die ist bei den Submachine Guns niedrig, also der kommt nicht gut durch starke Rüstung durch. Aber dafür die Energy Waffe, die funktioniert genau andersrum, wenn die haben einen Armor Threshold, wenn die Energy Waffe beispielsweise 5 Armor Threshold hat, dann würde die bei einem Gegner mit nur 2 Armor weniger machen. Die würde dann den Maximalschaden den Maximalschaden dann bei 5 machen. Vielleicht macht die dann sogar mehr, wenn 6 Armor ist, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da habe ich dann auch das ja entsprechend wieder so ein bisschen nachgebaut, dass das vom Stil passt. Man kann hier auch, kann man sehen, eigene Bilder einfügen. Ja, die Geschichte kann man sich durchlesen. 26 Atheist, None und American. Zack. Dann habe ich mir hier meinen alten Ego zusammengeschustert. Ist genauso aufgebaut wie die Tante, die ich eben hatte. Wie Cal oder Calissa. Den habe ich zum Perception, Lockpicking, Safecracking gemacht. Das ist, denke ich, eine Kombination, die von der Logik her ganz gut passt. Der hat halt eine gute Wahrnehmung, eine ruhige Hand und deshalb auch eignet er sich auch als Sniper. Also das ist natürlich nur eine Story-Sache, das ist für den Skillset komplett wurscht. Theoretisch können die auch 1 Stärke haben und eine maximale Brute Force-Skill. Und der hat als Zweitwaffe dann die Handguns und auch hier wieder eine Hintergrundgeschichte, eine kleine, wobei die schon größer ist als die von den vorgefertigten Charakteren, die man nehmen kann. Mein reales Alter habe ich eingetragen, Atheist und Smokes and None und aus Europa, und hier habe ich auch das Bild so ein bisschen nachgebaut. Den Helm habe ich nicht genommen und die Maske nicht, weil die so ein bisschen albern ist, aber das hier Dings habe ich genommen und ja. Dann haben wir die Taima.
habe ich mir irgendeinen Indianernamen daraus gesucht. Da habe ich jetzt nur Intelligenz 4 genommen. Die hat dafür auch nur zwei andere Skills, die sie hochpushen muss. Wird zwar noch Animal Whisperer nehmen, aber das ist dann nur minimal ausgebaut. Dann auch ein Sniper-Kämpfer mit Handguns als Sekundärwaffe und die hat deshalb auch hier entsprechend bessere Werte, weil ich die Punkte entsprechend in Koordination stecken konnte, was bei anderen Charakteren halt nicht ging. Und die hat ein bisschen Speed mehr, weil die den zusätzlichen Aktionspunkt nicht durch Intelligenz bekommt, sondern dann halt hier durch. Also weit so gut. Da habe ich auch wieder was halbwegs Ähnliches nachgebaut. 33, eine Story. Das ist eine Ureinwohnerin, die hat Hard Ass, die ist in der Natur aufgewachsen und ist etwas schwer mit zu reden, aber dafür kann die halt die Leute einschüchtern. So, und damit sind die Charaktere fertig. Dann klicke ich hier mal auf Play. Wir können, wie gesagt, also wir nehmen jetzt hier noch den höchsten Schwierigkeitsgrad. Wir können hier noch drei zusätzliche Charaktere aussuchen, wie ich schon genannt hatte. Das wäre bei mir einmal Rose, die wird viel Medic und Surgeon haben. Einmal Ralphie, weil wer die Charaktere schon kennt, der wird Alarm Disarming, Mechanical Repair und Toaster Repair haben. Und Takayuki, der Demolitions und Brute Force haben wird. Und die Charaktere, die muss ich dann auch erstmal einsammeln. Und das Problem ist, dass die auch nicht ihre endgültigen Int-Werte haben. Das heißt, die dürfen dann nicht steigen, bis ich den Int-Wert entsprechend angepasst habe. Was etwas dämlich ist. Da Rose auch mein Surgeon ist und mein Heiler, muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Das wird wahrscheinlich etwas kompliziert. So, jetzt kommt's zum Intro und ich halte den Mund. What comes after the end? I don't know. Neither did they. They were just an army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too, called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times, it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Jo, da starten wir also bei einer Beerdigung eines Mid-Rangers.
Ich werde die Texte hier nicht vorlesen. Ich denke, die kann man sich ganz gut hier dann mitlesen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr es lieber habt, wenn ich hier in meinem mit meinem Englisch mit Deutsch, deutlichem deutschen Akzent lese oder einfach nicht lese. Jetzt werde ich das auf jeden Fall so anfangen, dass ich nicht lese. Außer hier und da mal einen Fetzen. Wer ein bisschen länger mit dem Lesen braucht, der kann das hier dann pausieren. Man sieht ja immer, ich werde gucken, dass ich meine Maus nicht die ganze Zeit da drauf halte, sondern immer, wenn ich dann fertig bin, erstmal die Maus bewege und das nächste anklicke, sodass man dann Bescheid weiß, wann man pausieren muss, wenn man noch nicht fertig mit dem Lesen ist. So. I appreciate you coming to Captain Ace's retirement party when you hardly knew the man. Appropriate too, seeing as how investigating his death will be your first duty as a Desert Ranger. Und jetzt können wir hierdurch diese Punkte anklicken. Wir können das aber auch hier reinschreiben. Also hier kann ich auch Ace reinschreiben. Rein theoretisch. Ace had been trying to locate a faint radio signal, which has lately been giving us cause for concern. We gave him 3 repeater units and sent him to hook him up to 3 remote radio towers. This would have allowed us to get a fix on the signal. But sadly, Ace was murdered by unknown assailants right after hooking up the first tower, and his logbook and the last 2 repeater units were stolen. Don't know, but it wasn't on Ace's person when he was found. Look for it. It might have some clues as to his death. I'll give you the locations of the towers once you have the repeaters in hand. More important to find them first. When you get back to the Citadel, talk to our radio expert, Wade Woodson, if you want to know more about the technical details. All I know is the repeaters will upgrade the towers and allow us to zero in on the mystery signal. The voice on those broadcasts disturbed me greatly. It talked crazy talk about a future where man and machine would be one. Worse, it talked about us, the Desert Rangers specifically. It said it was coming for us. Man kann hier dann auch sehen, wer welche Attribute hat. Also hier, der hat jetzt Kiss Ass, der hat Smart Ass und der hat Hard Ass. Und dann kann man die entsprechend für die Dialoge umschalten. Also für die entsprechenden Fetzen. Also im Moment ist der hier am Reden. Yeah, I know. You've hardly found your feet with us, and here I am sending you on a mission that already got one ranger killed. Well, I wish I had another option, but the Desert Rangers are spread a little thin right now. Ranger teams Abel and Charlie are out west trying to stop a range war out there from becoming straight-up genocide. And Team Baker is up north looking for a way through the radiation that's cut us off from Vegas. I'm afraid the next generation is going to have to lead the charge on this one. The mission is this. Search the area where Ace's body was found and do your best to recover his logbook and the repeater units. Then call in your report. If you find the repeaters, I may send you on to finish his mission. Ace's death must be avenged, and it will be. But finding the signal he died trying to track down is just as important. Besides, I got the sneaking suspicion that when you find the one, you'll find the other. It's about a day's walk east from here. I'll mark it on your map. Da ist die Soundlautstärke inkonsistent. Das ist auch etwas, ich sag mal, unprofessionell ist. Das ist jetzt unsere Weltkarte, wo wir dann rumreisen können. There you go. Yes, call in on your radio. Your radio is your lifeline to Ranger Citadel. We'll be calling you with alerts and updates on your current missions and sending you new missions when we receive distress calls. As Rangers, it is your sworn duty to respond to those calls. That is the contract we made with the people of Arizona when we opened for business. Once you prove yourself, the Citadel will be your new home. Consider this mission the final test of your training. If you succeed, you are welcome within our walls. If you fail, then you aren't cut out to be a Desert Ranger, and we won't let you in. So, und das kann man hier beispielsweise, wobei man hierfür keinen Skill braucht, aber das kann man halt. Ich nehme jetzt einfach mal den Hard Ass.
the hard-ass approach, huh? Well, you might get what you want from some folks in the Waste through intimidation, but it doesn't always work, particularly with old hard-asses like myself. You want to kick down our doors? Go ahead, give it a try. And I ain't pissing myself just because you growled at me. Good luck out there, recruits. Jo. Und damit geht's los. Dann speichere ich hier direkt mal. 001. Return. Jetzt haben wir hier direkt eine Schaufel. Oder wir gehen erstmal das Interface durch. Hiermit kann man entweder grouped oder die einzeln bewegen. Damit können wir jetzt das Inventar von den Charakteren öffnen. Und hier können wir dann auch wieder die Attribute angucken, Skills, Dossier. Und die haben jetzt alle entsprechend ihrer Anfangsskills auch Waffen bekommen und Munition. Also dann deshalb macht es eigentlich schon Sinn, am Anfang immer zwei Waffen zu nehmen, damit man da ein bisschen mehr am Anfang an Krams bekommt. Hier bekommen wir jetzt noch Hilfestellungen. Die klicke ich jetzt mal weg, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht auch noch irgendwo was Sinnvolles kommt. Logbuch, genau. Da kommen wir jetzt hin. Das ist jetzt die Karte. Können wir auch die Weltkarte umschalten. Ongoing, flagged, resolved. So, da ist das Spiel eben gecrashed und dann habe ich ein bisschen nochmal weitergemacht. Dann ist es nochmal gecrashed und jetzt habe ich da was abgeändert. Und zwar habe ich in den Optionen Display, da habe ich jetzt Vertical Sync ausgemacht, die Framerate auf 30 gelockt und Shadow Quality auf Hard gesetzt. Und ich hoffe mal, dass das jetzt passt. So. Und ich habe außerdem nochmal kurz hier neu gestartet, um dem einem noch einen Rucksack zu geben, der hatte noch gefehlt. Er sollte aber jetzt keinen Unterschied machen. So, Keywords, bla 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 bla. Wir haben jetzt die Schaufel eingesammelt, damit können wir Löcher buddeln. Dann setze ich diese Dinger hier gerade noch nach rechts. Und dann können wir hiermit Sachen detekten. Wir könnten auch hier diese Gräber noch angucken. Man kann auch theoretisch das hier ausbuddeln und dann wird man aber sofort von denen erschossen. Was natürlich jetzt nicht so super praktisch ist. Okay, dann reden wir noch mit dem. Genau. Jetzt haben wir hier, könnten wir Hard-Ass oder Kiss-Ass machen. Und wir benutzen jetzt hier mal Hard-Ass. Dadurch hat die wieder 29 XP bekommen. Ja, wenn wir das jetzt drücken, werden wir getötet. Das hatte ich nämlich mal in der Beta gemacht. Natürlich. Von uns benutzt aber niemand eine Schrotflinte, weil Schrotflinte eher ungünstig ist. Und deshalb werde ich die auch direkt verticken. Auch wenn ich das jetzt gepromised hat, das kann er ja sowieso nicht nachvollziehen. Kamera Rotation. So, mit der mittleren Maustaste oder bei Q und E. Zoom the character in and the camera in and out with a mouse wheel. Okay. Und zu scrollen bekommen wir auch hin. Ja, wunderschön. So, dann haben wir hier noch einen Händler.
Und Sequenz. Nice to meet you. Outfit us. Ich kann mir den Namen sowieso nicht merken, von daher, ja. Captain Mer Captain. So, und hier können wir dann auch Sachen kaufen. Was man hier kaufen sollte, also erstmal, wenn wir das hier verkaufen. Den Barter-Skill kriegen wir automatisch bei allen Transaktionen angerechnet, was ich sehr cool finde. In dem Fall bekommen wir da aber nichts für. Dann lassen wir das mal. Oder würde das... Moment. 40 ist es wert. 40 bekommen wir dafür, oder? Ich guck mal, ob ich, wenn ich hier noch andere Sachen finde und verkaufe, ob wir da noch mehr für bekommen und damit das aufgerundet wird. Auf jeden Fall müssten wir das hier kaufen, dieses Animal Whisperer Ding. Damit können wir nämlich hier diese Ziege für uns gewinnen. Also, dann haben wir, Moment, ich speichere mal, bevor das wieder abschmiert. Ich habe hier noch drei Leute und wenn einer von mir verendet, dann kann ich theoretisch einen davon anheuern, um die Gruppe direkt auszutauschen. Und damit können wir die Karte verlassen. Da können wir jetzt Nutzen von unserer Schaufel machen. Die Schaufel ziehe ich dann auch mal hier runter. Die wollte ich nicht droppen, sondern die wollte ich hier unten reinziehen. Achso, das muss man komplizierter machen. Add to Hotkey. Ah, super. Okay, da können wir jetzt buddeln, indem ich jetzt da drauf klicke und dann das hier. Da haben wir ein Glasauge, Energy Cells und Scrap. Scrap ist halt die Währung. Und wenn ich jetzt hier auf Distribute All klicke, dann werden die Energy Cells sofort an die sortiert. Sollte es zumindest sein. Dann kann man auch die Sachen, die man hier findet, als Junk markieren. Damit kann man dann sein Inventar direkt sauber halten. Das wandert dann hier rein und dann kann man beim Händler direkt sagen, alles an Junk verkaufen. Was auch recht praktisch ist, wie ich finde. Cleaning up this graffiti. So, dann machen wir hier mal Perception. Da haben wir noch was zum Ausbuddeln. Ah,
Ein Necklace können wir auch direkt wieder als Junk markieren. Genau wie diese Shotgun-Ammo, die werden wir sowieso nicht verwenden. Und das hier können wir auch... Strip for Parts können wir hier. Weaponsmithing Level 1. Ich speichere mal und dann probiere ich das mal. Das habe ich mich noch gar nicht ausprobiert. Strip for Parts. Open Choke. Aha. Usable on Shotguns. Plus 10 Cone Angle und minus... Ja, das ist auf jeden Fall Bullshit. Die, da können wir besser die Schrotflinte direkt verkaufen. Das bringt auf jeden Fall mehr Kohle rein. So. Können wir das ja auch als Junk markieren. Und dann können wir hier noch wieder buddeln. Wir finden eine Brille. Es ist natürlich etwas schade, dass man das nicht hier direkt als Junk markieren kann. God damn it, Ace. You never should have put down the wrench and picked up the gun. Oh, da haben wir auch einen Animal Whisperer, eine Figur gefunden. Dann brauchen wir die gar nicht kaufen. Das ist natürlich umso besser. Gut, dass ich die nicht gekauft habe. Medicine Pouch. Ja, das kann ja alles haben. Das ist Junk. Junk. Ja. Schön. Ich guck mal, ob es eine Taste gibt, wo man direkt was im Inventar als Junk markieren kann. Das wäre ja auch praktisch. Sieht aber nicht danach aus, ne? Okay, dann gucken wir mal, ob hier noch Geheimnisse sind. Das hier hatten wir schon ausgeholt, glaube ich. Dieses Ding wird an der falschen Stelle angezeigt. Und dann reden wir noch hiermit. So, und da ist das Spiel... tatsächlich wieder innerhalb des Gesprächs abgeschmiert. Spoke Weapons. Wieso? Swappt er nicht? Ah, also. Werden wir mal gerade nachladen. So. Jetzt habe ich noch antisotropisches Filtering und Anti-Alias ausgeschaltet und ich hoffe mal, dass es damit besser funktioniert. Ja, dann reden wir mal. Faces Perception Bonus. Among the skull tattoos that cover Angela's arms, there is a single heart, and within that heart, a single name, Ace. Ist auch sehr schön.
Wobei der auch kein Perception hat. Eigentlich hätte das der andere finden müssen, aber ist auch gut. Sorry about the waterworks. I'm still pretty broke up over Ace. I'm Angie. You kids must be the new recruits old Vargas trained up. Lord, y'all just babies. Okay, Vargas. Ja, ich denke, das sind die Charaktere von Westland 1, was ich allerdings nicht gespielt hatte. Avol bedeutet übrigens absent without a leave. Das hat jemand nachgeschlagen. Thank you.
Genau. Das wäre natürlich auch sehr schön, wenn wir hier in Europa noch alle super toll in Schuss wären und ganz nur die USA quasi vernichtet worden wäre. Naja, aber wäre sicher auch ein interessantes Szenario. Wobei man das ja im Grunde mit den Tschernobyl-Sachen hat. Okay, goodbye. Say, listen. Vargas asked you to look into Ace's death because he thought I was too upset to be professional about it. He didn't want me going off half-cocked and shooting up all of Arizona looking for his killer. But I gotta find this guy. Ace and me, well, we'd been fighting side by side for nigh on 20 years. I'm not letting him die unavenged. So, well... I know it's going against orders, but if you let me tag along and be in at the kill, well, I'll help you find your feet out there. Maybe give you a few pointers along the way. I may be old and slow, but I know the wastes like the back of my hand. What do you say? Natürlich. Na, habe ich schon gedacht, dass das wieder abgeschmiert wird. No need to tell Vargas why I joined you. If anybody asks, I'm just helping you get oriented, all right? Genau, speichern. Genau. Und die ist extrem gut. Die hat auch 143 Hitpoints, aber die verlässt einen halt während der ersten Zone. Das heißt, die sollte man. Da sollte man nicht zu viel drauf legen. Die ist aber für den Anfang natürlich hervorragend. Jetzt gucken wir mal gerade die Skills an. Assault Rifle 6, Brute Force 5, Hard S 3, Blunt Weapons, Weaponsmithing, Outdoors Man. Also die Sachen können wir jetzt für den Anfang auf jeden Fall vernachlässigen. Outdoors Man kann die dann erledigen und Hard S macht die auch, Brute Force auch. Na gut. Dann haben wir Faded Letters. Da steht dann auch drüber, und bei Angela Death, und das sind die Sachen, die sie selber nicht weggeben wird. Da und bei steht. So, und sie hatte jetzt hier dieses Ding noch gefunden, diese Figurine. Und ich glaube, das konnte man das nicht anlegen, Equip. Ja, doch, so. Und damit hat die jetzt diesen Skill Enemy Whisperer, sag ich immer. Animal Whisperer. Und damit kann die hier mit dieser Ziege kommunizieren. Devil Eyes. Und jetzt haben wir hier einen Bonus. Awareness. Haben wir zusätzlich, solange wie das Vieh mit uns rumläuft. Und wir können das ja natürlich mitnehmen. Oder auch nicht. Tin cans and goats usually go together. Your instincts are telling you that you might not want to steal this goat's next meal. Nehmen wir aber. Hier ist Müll. Okay, dann können wir hier hin mal das hier. Da können wir unser Wasser auffüllen. Ich bin doppelt auf. Okay. Und hier können wir traden. Wir können hier Sell All Junk machen. Achso, hier werden alle Gegenstände gelistet. Okay. All Junk. Bam. Und da
bekommen wir 95 von. Plus 3 Maximum Range, das ist schon nett. Radiation Suits, die brauchen wir dann, um durch diese Suppe laufen zu können. Aber die werde ich dann später kaufen, wenn ich noch ein bisschen mehr Bartering habe. Eigentlich brauchen wir das jetzt auch noch nicht so zu verkaufen, aber ich glaube, mit der Ammo werde ich so nicht auskommen. Da muss ich jetzt mal gucken. Die verkaufen wir schon mal. So. Das hier ist eine Assault Rifle. Hunting Rifle. Das ist die 6006. Das ist die Assault Rifle. Ja. Da werden wir mal von denen ein bisschen kaufen. Wie viel kostet das? Oh, das ist aber auch schon ganz gut teuer. Wir bezahlen jetzt nur 98 dafür wegen Bartering. Und von denen hier, ne? Von denen hier kaufen wir auch ein paar. Das war ein bisschen zu viel. Wieder eine zurück. Okay. Gekauft. Kann man die stacken? Jo. Das ist hier die Sniper-Fraktion. Gehen wir mal 7 von ab, 10, 14, habe ich gerade eben nicht geguckt, wie viel das ist, wieder 2 rüber und dann haben wir hier noch 20 davon, da habe ich natürlich jetzt nicht drauf geachtet, dass wir überhaupt kein 38er Ammo haben, aber die hat immer noch die andere Waffe dann zur Not. Ach doch, die ganzen Pistolenleute, die haben ein bisschen Munition dafür. Okay. Dann haben wir hier die. Das braucht die theoretisch. Aber, ja, alles. 37, 20. Okay, dann gehen wir einfach mal 9 rüber. Und damit sind wir hier fast durch. Ich werde jetzt nochmal mit Vargas reden. Auf Angela Death hin. Da kann man die dann auch verlieren, wenn man das Falsche anklickt. Hey there, Angie. Recruits, why is Captain Death with you? All right. Why are you still here, recruits? I gave you your orders. Go search the area where Ace's body was found and recover his logbook and the repeater units. Thank you, sir. Good luck out there, recruits. Okay. Gucken wir nochmal, ob wir vielleicht mit dem hier noch was machen können. Da ist auch nichts. Dann werden wir hier das Camp mal verlassen.
den Ranger Outpost. Und ich werde auch hier erstmal einen Schnitt machen. Dann geht es beim nächsten Mal weiter in die große, weite Welt. Bis dann!